Moin, Freunde! Heute erklären wir mal, wie man ja so eine hässliche Speiche mit so einem Hinterradmotor auswechselt. Und gestern hatten wir ja die 100-Kilometer-Tour und da hat sich die Speiche gedacht, ich gehe mal kaputt. Also wechseln wir das heute mal, damit es fröhlich weitergehen kann, würde ich sagen. So, erstens mal nehmen wir den Klumpen an Akku hier raus. So, der Klumpen Akku, bestimmt so 2-3 Kilo. Und damit man vorbereitet ist, das habe ich in den letzten 3-4 Speichenwechseln wirklich leider erfahren müssen, dass ich dann, wenn das Fahrrad über Kopf steht, die V-Brakes hinten aushängen muss. Das macht sie echt beschissen. Heute sind wir schlauer. Wir machen es vorneweg. So, man sieht hier schön, dass ich trotzdem, trotz dieser tollen gebrochenen Speiche hier, weitergefahren bin. Weil wir standen ja noch so ziemlich am Anfang. Habe ich die mir halt mit so einem Kabelbinder ja festgemacht. Der ist ja jetzt überfällig. Und dabei nicht vergessen, schön mit dem Seitenschneider in die Finger. Tolle Scheiße. So. Jetzt werden wir uns hier einen handelsüblichen 19er Topkraft-Schlüssel nehmen. Also, ihr seht, das Billigste vom Billigsten ist genauso gut. Machen eine tolle Gummikappe ab und öffnen die Schrauben. So, bei der anderen Gummikappe, da kommt ja das Kabel raus von dem Hubmotor hier hinten. Da müssen wir ein bisschen vorsichtig machen, nee, dass ja das tolle China-Kabel in Mitleidenschaft gezogen wird. So, ja. Also es wirkt zwar stabil, aber Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Jetzt machen wir wahrscheinlich die 20. Kabelbinder von dem Fahrrad hier wieder ab. Und tun ja in der tollen Tasche das Kabel von dem Motor uns nehmen, abstöpseln. So, und um einfach die lustigen kleinen Pins hier von dem Hubmotorstecker zu schützen, gibt es original so eine Verpackung dazu. Kann man das so schön einführen, zuklipsen. Jetzt ist er geschützt, weil wenn man das Hinterrad da rausnimmt, geht es doch manchmal ein bisschen rau zu. So, jetzt geht es an die andere Schraube. Da müssen wir auch oder immer noch vorsichtig sein. Da ist das Kabel. Deswegen geht das hier in kleineren Schritten vorwärts. Sollte auch in die richtige Richtung schrauben. Wir wollen es ja lösen und nicht festziehen. So, und das Gebimsel hier lasse ich einfach am Kabel runter. Das bauen wir dann so schön rum. Der Stecker ist geschützt. Da ist nochmal eine Gummikappe, da passiert nichts. So, jetzt wird es richtig eklig, Freunde, weil so eine Kette ist immer fettig. Deswegen haben wir uns ja handelsübliche
Einweg-Bauhandschuhe besorgt. Natürlich benutzte. Jetzt tun wir einfach mal mit roher Gewalt ein bisschen den Fuß auf den Sattel. Jetzt einfach mal das Hinterrad rausholen. Da halte ich einfach immer so die Gangschaltung mal fest, dass er hinten ist. Dann habe ich schon das Hinterrad in der Mache. Natürlich wieder Vorsicht mit dem Kabel. Das ziehe ich mir meistens schon mal so durch. Ich halte das hier fest, hier oben. Die Kette rüber. Und wir haben das Rädel draußen. So, da das nette Hinterrädel jetzt draußen ist, brauchen wir den Rest von dem Fahrrad nimmer. Haben wir einfach mal ein bisschen mehr Platz geschaffen. Und da ich ja mit Luft recht schlecht den ganzen Mantel hier abkriege, lasse ich hier unten ein bisschen Spiel fürs Ventil, dass der Schlauch auch wieder zurück kann, wie so auf Spannung ist. Das lasse ich einfach mit einem landesüblichen Phasenprüfer, auch Lügenstift und Elektrikon genannt, einfach mal die Luft ab. Und da auch mal ein bisschen warten, bis wirklich alles draußen ist. Sonst lässt sich der Schlauch richtig scheiße aus der Felge holen. So. Jetzt kann ich ja diese lustige kleine Mutti hier abschrauben. Irgendwo sicher hinlegen, dass es nie wegkommt. Das kommt öfters mal weg. Jetzt kommt hier das China-Plaste-Werkzeug zum Einsatz. War bei so einem Reparaturkoffer für Fahrräder einfach dabei. Und dann sollte eigentlich jeder wissen, der Fahrrad fährt, wie das so funktioniert. Weil sollte man auch mal unterwegs machen können. Hier auch schön auf den Schlauch aufpassen. Dass meine Schlauch-Dani mit dem Plastikding rauszieht oder verletzt. Dann kann man sich beim Off-Pumpen bei Wolf pumpen. So, jetzt drehe ich mir die ganze Geschichte so, dass das Ventil nach oben zeigt. Ich tue den Mantel hier ein bisschen misshandeln, dass ich hier oben Platz habe. Keine Angst, da muss er durch, ist ruhig. Dann holen wir hier das Ventil raus, inklusive dem Schlauch. Ihr seht, hier ist immer noch ganz schön Luft drauf, obwohl ich recht lange gedrückt hatte. Ich fahre jetzt erstmal weg. So, der Mantel stört uns genauso. Also holen wir uns den auch runter. Jetzt zum Felgenband. So, das Felgenband ist mehr oder weniger aus irgendeinem komischen flexiblen Kunststoff. Zumindest bei dem. Das hatte ich aus meinem vorhergehenden Laufrad genommen. Weil bei Jose Power gab es das nie mit dazu. Gab es einfach nur die nackte Felge. Jetzt hole ich das raus. Fahre ich einfach hier ein bisschen runter. Vorsichtig und guck, dass ich das mit dem Plasteding gegriffen bekomme. Jetzt ziehe ich mir das vorsichtig aus der Felge. Auch mit diesem tollen Plastikgerät. So, wo
ist denn unsere defekte Speiche jetzt überhaupt hin? Ja. Jetzt haben wir das so sehr gedreht und gewurschtelt, jetzt versteckt die sich. Okay. So, da haben wir sie gefunden. Die kann man natürlich jetzt hier so einfach ausziehen. Und man sieht, die ist schön am Kopf weggerissen. So, das Köpfchen steckt hier noch drin. Gerade eben ist es rausgefallen. Vor Freude, euch kennenlernen zu dürfen. Aber es entfernen. Gucken einfach mal hier rein. Hier sieht erstmal alles gut aus. Kein Dreck, nichts dahinter. Jetzt kommt es zum spannenden Teil. Man muss sich natürlich merken, außen, innen, außen, innen. Also muss die Speiche von außen eingeführt werden und innen hochgehen. Das ist ganz wichtig. Werden wir das mal tun. Ich habe da mal eine neue Speiche vorbereitet. Das sieht jetzt ein bisschen grob motorisch aus. Aber ich habe jetzt wenig Lust, den Zahnkranz hier runterzunehmen. Deswegen werden wir das jetzt einfach so hier rein operieren. Wenn ich jetzt hier gerade durchsteche, kriege ich es ja nicht mehr hier rum, weil die muss ja hier oben hin. Deswegen mache ich das meistens so ein bisschen schräg. Schnapp die mir und mache ein bisschen mit Gewalt, dass das Ding da reinkommt. Den Köppel nach oben drehen, sonst bleibst du am Zahnkranz hängen. Und schon ist er drin. So. Das macht doch gar nichts, wenn die hier ein bisschen verbiegt. Soll es jetzt die 90 Grad knicken, aber wenn die ein bisschen verbiegt, ist nicht schlimm. Wir bringen sie noch auf Spannung. Und die ich hier eingebaut habe, das habe ich genauso gemacht, die halten. So, jetzt gehen wir hier zum Löchel, stecken die schon mal rein. Die neuen sind ein bisschen länger wie die alten. So, und jetzt kommt eigentlich das Gefummel. Denn das ist eine Hohlkammerfelge. Ich das einfach hier reinschmeiße, ist das hier irgendwo dazwischen und rollt darunter. Deswegen setze ich das hier ganz vorsichtig hin. Nehme den Schraubendreher, Zieher, wie auch immer, und schraube das fest. So, jetzt komme ich mit dem Schraubendreher nochmal weiter. Mache ich das alles hier mit der Hand. Einfach so weit, bis es nicht mehr geht. Bis man es mit der Hand nicht mehr festkriegt. Das reicht erstmal so zu. So, jetzt können wir erstmal schon das Felgenband wieder montieren. Da suche ich mir immer das Loch, wo das Ventil reinkommt. Beim Felgenband genauso. Legt das übereinander. Steckt mir den Schraubendreher rein. Das hier wunderbar so geformt, dass es da reinpasst. Dann kann ich hier mein Felgenband mir vorsichtig drüber ziehen.
Kabel noch durch. Das wollen wir ja nie im Mantel haben. Das muss draußen hin. Und dann einfach vorsichtig mit der Hand drüber ziehen. Naja, jetzt werdet ihr euch denken, jetzt steht das Fahrrad schon wieder da. Aber das Laufrad hat weder Mantel noch Schlauch. Warum ist das so? Es ist ganz einfach. Ich muss ja jetzt das Laufrad wieder zentrieren. Und das macht sich einfach so, ohne dass man jetzt ein extra Werkzeug hat, mit dem Fahrrad und dem Rahmen und den Bremsen am besten. Und das natürlich ohne den Mantel, weil wenn der Mantel extra wackelt, sehen wir ja nie, ob das Laufrad ordentlich zentriert ist. Deswegen hängen wir das da mal rein. So, wieder aufpassen auf das Kabel. Das mache ich schon mal hier dazwischen. Dann nehme ich hier die Kette. Schaltung drücke ich hier ein bisschen runter. Hab das so schon mal grob dazwischen. So, schwuppdiwupp, ist es wieder drin. Dem Kabel geht's gut. Jetzt drehen wir das Ganze mal. Naja, das eiert halt schön. Jetzt nehmen wir hier unser Werkzeug. So ein handelsüblicher China-Speichen-Nachzieher. War genauso bei dem Satz, Werkzeugsatz Fahrradreparatur dabei. Jetzt suchen wir uns ja die Speiche, die wir gewechselt haben. Das ist quasi die lockerste. So, hier ist es schon. So, dann ziehen wir die erstmal fest. Nicht zu fest, aber schon mal fest. Hat man dann irgendwann mal so ein Gefühl draußen. So, ich bin alt. So, ich habe mir die markierte Speiche, die Speiche markiert, die ich neu eingesetzt habe, und meine V-Brakes wieder eingehangen. Jetzt kann ich hier mit der Kette, oder einfach so, das Rad vorsichtig langsam drehen. Und sehe, dass wir noch eine leichte 8 haben. Jetzt drehe ich das einfach weiter. Und da jetzt sichtbar das Rad in die Richtung wandert, weiß ich, ich muss meine neue Speiche, die ich markiert habe, etwas fester ziehen, weil das Rad oder das Laufrad wäre nach rechts ausbrechen sozusagen, und die Speiche, die ich erneuert habe, ist auf der linken Seite der Narbe oder des Hubmotors montiert. Also wenn ich jetzt meine neue Speiche fester ziehe, kommt das Laufrad wieder mehr nach links. Das tue ich mal eben.
manchmal tut es ja schon echt eine Viertelumdrehung. In der Meinung, ein bisschen können wir noch, aber nie zu viel. Hier ist wirklich das Geheimnis. Die Speichen minimal fester zu ziehen, bevor man hier einen Monster 8er hat. Und ich denke, dann kann man das Laufrad auch in einem Fahrradladen deiner Wahl schicken oder bringen. Das kriege ich selbst ich als Laie so nie hin. Das können die tatsächlich besser, die machen es täglich. Eventuell. So. Ich bin jetzt hier schon zufrieden. Das Rad läuft halbwegs ordentlich. Und jetzt darf man aus Spaß und der Freude das Hinterrad wieder demontieren. So, jetzt haben ja viele Mantelhersteller mittlerweile eine Laufrichtung festgelegt für ihr Profil. Und das muss dann definitiv auch wieder passen. Hier haben wir einen schönen Pfeil aufgeklebt, der noch hält. In welche Richtung sich das Rad denn dreht, wenn der Motor arbeitet, sprich wir pedalieren. Also muss ich meinen Mantel umdrehen, damit das vom Hersteller aufgedruckte Laufrichtungsgebot hier passt. Jetzt setze ich einfach den hier so rein. Eine Seite, zwei Seiten, ganz wie es euch beliebt. Ich mache das mal so, mal so. Drehe mir das Laufrad erstmal nach oben, so dass ich hier mein Loch für das Ventil habe. Hole ich mir den Schlauch. Und tun wir wieder schön Platz machen, dass ich das hier reinbekomme. So. Nimm mir hier meine Ventilschraube, wenn das Ding so heißt. Schrauben wir das hier locker einfach mal dran. So, dass ich noch Spiel habe. Jetzt nehme ich mal meinen Mantel und hebe den hier vorsichtig drüber und stopf den Schlauch da rein. Bei dem Rüberheben müsst ihr aufpassen, da kann schnell mal passieren, dass euer Schlauch kaputt ist. Jetzt einfach so rundherum den Schlauch da schön einstecken. Natürlich gucken, dass er den jetzt hier so verknödelt hier rein macht, dann bringt es nichts. So schön hier reinlegen. Noch ein bisschen nachdrücken. Der Schlauch meines Erachtens ja ein Stück mehr Umfang besitzt als das Laufrad. Liegt da jetzt ja so schön drinnen hier. So,
Es ist dieser, der noch locker. Bringt uns also erstmal gar nichts. Das ziehen wir jetzt hier vorsichtig drüber. Halten es an der Stelle fest. Und dann kann ich das hier schön drüber ziehen. Wenn ich das da nicht festhalten würde, kommt es ja dann da wieder raus. Das war ein bisschen kontraproduktiv. So, es ist es mir schon oft vorgekommen, dass wenn ich, so, da es mir schon öfters mal vorgekommen ist, wenn ich das ganze Gebilde jetzt aufgepumpt habe, dass ich hier so eine Beule hatte, das habe ich damit weggekriegt, dass ich einfach jetzt die Ventilschraube ein bisschen lockerer und noch lockerer schraube und einfach das hier reindrücke. Jetzt kann ich hier wunderschön den Mantel platzieren, so dass er überall schön sitzt. So, mache ich mir das etwas fest, so dass ich das Ganze aufpumpen kann, weil der Aufsatz von der Pumpe kommt da auch noch drauf. So, meine Lieben, ich habe mir den Kollegen geholt. Der heißt hier Joe Blow. Haben wir uns zugelegt, weil mit dem Kompressor ist dann irgendwie doch meistens sehr schnell sehr viel Luft da drin. Ist vielleicht manchmal auch nicht so praktisch. So, der liebe Joe Blow kommt aus Schürgiswalde von dem Fahrradladen Hitbike. Den kann man eigentlich ganz gut empfehlen. Sehr kompetente Leute. Und ich finde günstig. So. So, jetzt habe ich ja einfach mal 2 Bar drauf getankt. Dann nehme ich meinen Rädel und lasse es einfach mal ein bisschen hüpfen, dass sich alles schön da reinzieht, wo es soll. Natürlich jetzt nicht so auf den Boden stampfen, dass die Nachbarn sich ärgern und oder ihr neuer Achter hier reinbringt. Und ihr seht, das Ventil ist jetzt mit dem Einbringen der Luft ein Stück nach unten gekommen und hat sich genauso hingelegt, wie es sich gern hinlegen möchte, sage ich mal so. Und dann rubbelt das ja auch nie an der Hohlkammerfelge rum. Oder der Bereich des Schlauchs in der Nähe des Ventils ist ja doch schon mal ein bisschen mehr beansprucht. Da sollte man einfach ein bisschen gucken, dass hier kein Zug drauf ist. Ich kann es ja noch ein bisschen hin und her bewegen. Und während der Fahrt tut sich der Schlauch ja auch noch bewegen und tun und machen. So, jetzt wird es wieder fertig. Jetzt setzen wir es wieder rein. Wir haben wieder mit der Kette zu tun, also Handschuhe oder alte Socken oder was auch immer. Ich hatte da schon mal ausprobiert, solche Latex-Handschuhe, wie sie ja jetzt in der Corona-Zeit gerne benutzt werden. Aber die sind am Fahrrad einfach schlecht, auch wenn man 2 Paare übereinander zieht. Das kann man einfach vergessen. 3 Handgriffe, die sind im Arsch. Und da habe ich schon die dickere Version benutzt.
So, hier wieder Kabel. Bisschen mit Gefühl. Also ich habe jetzt nicht gedrückt oder so. Das ist da ganz alleine reingeflutscht. Na. Ha. Die V-Breaks, die machen es manchmal schwierig. So. Guck noch mal, dass das alles richtig sitzt. Das passt. Jetzt nehme ich mir schon mal meine eleganterweise hier am Kabel verstaute Schraubenbracht. Setze das hier so dran. Die U-Scheibe und die Mutter. Erstmal nur handfest, reicht da vollkommen zu. Gucken, dass das Laufrad auch schön im Rahmen zentriert sitzt. Ansonsten sind eure V-Brakes verstellt. So, jetzt natürlich das ganze Spiel auf der anderen Seite, die ihr jetzt vermutlich gar nicht seht. Aber ich denke, wenn man so eine Operation startet mit Speichen und so, sollte man eventuell schon vorher das mal geübt haben, wie man so ein Rad montiert und demontiert. So, wir ziehen unsere Schrauben vom Laufrad fest. Hier gibt es sicherlich irgendein vorgeschriebenes Drehmoment, was man hier beachten muss. Ich mache es ordentlich handfest. Denn wenn das Fahrrad jetzt wieder dann richtig steht, in meinem Fall hier, kann das Hinterrad nicht rausrutschen, da ich ja hier mit meinen 120 Kilo oben drauf sitze. Springen tue ich mit dem Tracking Bike definitiv nicht. Und von daher passt es hier in meiner Situation. Nun müsst ihr euch natürlich nochmal fachmännischen Rat holen. Den Newtonmetern, wie das festgezogen werden muss. So, wir sehen, das Ganze läuft schön ruhig. Dann hängen wir mal unsere V-Brakes wieder ein. Einhängen geht leider nur über Kopf. Natürlich ein ganz schönes Gefummel. Mensch. So, unsere V-Brakes funktionieren wieder nach einer halben Stunde Gefummel. Und jetzt gucken wir einfach nochmal. Wir drehen unsere Räder. Können wir nochmal ein bisschen bremsen. Da sieht man eine kleine Achte. Aber die ist, denke ich,
für mein Dafürhalten hier zu verschmerzen. So, unser Hinterrad haben wir fest. Die Bremsen sind wieder eingehangen. Wir können das Stromkabel erstmal wieder mit dem Gummipropfen-Schutzgerät hier schützen. Dann kommt dieser super tolle Blasteschutz hier ab. Das ist echt toll. Beim ersten Mal, wie ich da Mantel und Schlauch drauf gemacht habe, zum Kompressor gewatschelt bin, das steht da draußen hier bei uns, hatte ich erstmal eine Ansandlung dann von Lehm in diesen Stecker. Wie macht man es wieder sauber? Auch hier hat mir der Kompressor geholfen, aber mit dem passenden Schutz hier wäre mir das erstens mal nicht passiert. Und zweitens mal die ganzen kleinen Kontakte, die es hier so gibt, verbiegen sich nicht sinnloserweise. So, wieder ab in die Tasche mit dem Kollegen. So, jetzt haben wir natürlich hier noch irgendwas vergessen. Oder auch nie. Nämlich unsere Kabelbinder-Orgie, die wir hier noch vollführen müssen. Jetzt schlammert er das Kabel so blöd rum hier. Könnte eventuell abreißen, wenn man mal doch mal einen kleinen Single Trail abfährt, dass da so ein Busch ist und das Kabel von euch abreißen möchte. Jetzt habe ich leider nur noch weiße. Ist ja nur schon die vierte Speiche, die ich hier wechsle. Mich stürzt jetzt nicht sonderlich, denn auch die fünfte wird kommen. Ist jetzt nie abwertend oder so gemeint. Ich denke mal, hier hat es der Hersteller so gut gemeint, dass er dickere Speichen benutzt hat als üblich. Weil die sind nämlich 3 mm stark. Eingebaut habe ich hier knapp 2 mm, also 1,89 mm Speichen. Ich denke, diese zu stark gewählten Speichen, die können einfach die Federkraft nicht so in manchen Bereichen aufnehmen, wie das die dünneren können. Und dadurch ist dann irgendwann der Bruch zwangsläufig da. So, schön abschneiden, damit es hübsch aussieht. Weiße Kabelbinder am dunklen Fahrrad. Ich weiß, ist nicht hübsch, aber ich habe keinen anderen Grad. So, jetzt können wir das Ganze wieder auf die Beinchen stellen, den Akku montieren und gucken, ob das Motörchen wieder dreht. Nebenbei, wenn wir es jetzt mal hier auf den Rädeln stehen haben, noch das gute Stück. Hier sehen wir momentan den Beta-Test mit dem 3D-Druck von der Akkuhalterung. In dem Jose Power Zusammenbau-Video werde ich dann mal ein bisschen noch mehr darüber erklären. Ist noch ein Beta-Test, sieht noch recht lustig aus. Hält momentan, was es verspricht. So, setzen wir unseren Akku wieder ein. Der gestern sagenhafte 100 Kilometer ausgehalten hat. Also das ist echt erstaunlich. Eine Stufe 2, teilweise hatte ich es aus. Aber auf gerader Strecke brauche ich kein E, da kann ich ein bisschen mein Fett abtrainieren. Schalten wir das gute Ding mal an. Das ist wieder schöner an so einem Seitenständer. Kannst du einfach mal ankippen. Natürlich vorsichtig und einfach mal drehen. Und siehe da, es läuft wieder. Das Hinterrad eiert kaum. Der Mantel ist relativ gerade, wie es für einen Laien passt. Bremsen tut's. Das ist das Wichtigste. Ohne Bremsen ist man echt aufgeschmissen. Sollte man wirklich vor der Ausfahrt überprüfen, wenn man da Hand angelegt hat. So, ich hoffe, ihr habt da ein bisschen was gelernt, in Anführungsstrichen. Und euch hat das mal alles so ein bisschen gefallen. Lasst wieder ein Motivationsabo da, denn bald werden wir wieder schwitzen.